Erik, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen an der Kaiserlinde. Wie gefällt es dir bisher und mit welchen Zielen bist du nach Elversberg gekommen? Also der erste Eindruck ist sehr gut. Auch die Trainingseinheiten waren super und ich möchte mich einfach auch persönlich weiterentwickeln, sowie auch sportlich und deswegen bin ich hier. Zuvor bist du für den Drittligisten Hansa Rostock aufgelaufen. Wie kam dein Wechsel an die Kaiserlinde zustande und was waren die ausschlaggebenden Gründe hierfür? Also der Trainer Horst Steffen hat mich Ende Mai angerufen und gesagt, dass er gerne mit mir arbeiten möchte. Daraufhin habe ich das Ganze mir durch den Kopf gehen lassen und bin zum Schluss gekommen, dass es, denke ich, die richtige Entscheidung ist, nach Elversberg zu gehen. Deine ersten Schritte im Fußball hast du unter anderem bei Magdeburg und bei Frankfurt gemacht. Wie bist du allgemein zum Fußball gekommen? Zum Fußball bin ich gekommen. Meine Mutter hat mir das in der Zeitung vorgelesen, dass der FCM damals Kinder sucht. Daraufhin bin ich zum Training gegangen und es hat mir vom ersten Tag an Spaß gemacht, mit den anderen Jungs zu spielen und deswegen, so ist das zustande gekommen, ja. Wer ist dein fußballerisches Vorbild? Es war bis vor kurzem Manuel Neuer, aber jetzt muss ich sagen, es ist mittlerweile auch Marc-André ter Stegen. Was macht Erik Gründemann, wenn er nicht auf dem Platz steht? Gib uns doch mal einen kleinen Einblick in dein Privatleben. Also momentan bin ich ja noch im Hotel, muss ich mich ausruhen natürlich zwischen den Einheiten, aber sonst verbringe ich viel Zeit mit meiner Freundin. Auch mal auf der PlayStation und mit den anderen Jungs natürlich. Was sind deine Stärken als Torwart? Ich denke, dass ich ganz gut auf der Linie bin und ein gutes Fußballspiel habe, dass ich auch von hinten raus gut das Spiel eröffnen kann. Im Fußball gibt es ja auch hin und wieder mal Sachen, die schief gehen. Was war denn bisher dein ultimativer Fail-Moment auf dem Platz? Zählt als Fail jetzt auch eine Verletzung? Ja, also habe ich mir letztes Jahr das Kreuzband gerissen. Das war eigentlich bisher der ultimative Fail-Moment, den ich bisher hatte, ja. Verrate uns doch etwas, was du bisher noch nie in einem Interview von dir erzählt hast. So viele Interviews hatte ich noch gar nicht, muss ich dazu sagen. Deswegen fällt mir auch gerade spontan gar nichts ein, was ich bisher noch nicht vor mir preisgegeben habe. Was müssen wir unbedingt wissen? Persönlich, dass ich ein sehr ruhiger Typ bin und sehr ehrgeizig, ja. Champions League oder Nationalmannschaft? Champions League. Britney Spears oder Christina Aguilera? Christina Aguilera. Gleich ist Anpfiff. Welchen Schuh ziehst du als erstes an? Den rechten oder den linken? Den rechten. Auf was könntest du eher verzichten? Auf dein Handy oder auf Fußball? Auf mein Handy. Burger oder Pizza? Pizza. Online-Shopping oder im Laden kaufen? Im Laden kaufen. Intelligenz oder Schönheit? Intelligenz. Unsichtbar sein oder fliegen können? Unsichtbar sein. Facebook oder Instagram? Instagram. Dein Leben wird verfilmt. Wird es ein Actionfilm oder eine Komödie? Ein Actionfilm.